Wenn alle Fische im Lagerraum plötzlich zwei Gesichter haben, anstatt nur eines, dann kann es sich aber nur um Dredge handeln. Willkommen zurück auf dem klapprigen Ponton. Und ich muss erstmal damit anfangen, dass ich eine Aussage von mir revidieren muss. Ihr seht schon, ich habe einmal das Fischernetz mit dazu gekauft. Und ich glaube, ich bin doch mehr davon überzeugt, als ich eigentlich zugeben möchte. Liegt aber wohl eher daran, dass ich jetzt mehr Angelplätze habe. Ich habe das Schiff ein kleines bisschen aufgemöbelt. Zwei Tage verbleibend. Yo, und mir so ein verbessertes Schleppnetz hier eingebaut. Sehr, sehr cool. Vor allem, dass man die Fische beim Fahren mehr oder weniger aufsammeln kann. Das passiert einfach mal so zwischendurch. Und man sammelt dann hier so Fischarten der entsprechenden Art ein. Hier dann eben Küstennähe, ne? Und ja, ist schon nice, da ist er. Lohnt sich aber bei mir tatsächlich auch eher, also in meinen Augen eher, wenn man hier genug Platz für die Angeln hat. Und ich kann so ziemlich alles fangen. Atme nicht vergessen, bis auf, was war das? Haddal und Abyssal. Abusik. So. Sämtliche Bücher gelesen, wie man das vorbildlich so macht. Und genau. Ich bin immer noch da, wo ich vorher war. Ich habe jetzt erstmal vor, mir die Mangroven hier anzuschauen. Und dann werden wir nämlich gleich einmal kurz zum Leuchtturm da hinten zurückfahren. Oder beziehungsweise, nee, lass es mal jetzt mal hier machen. Dann ist es nämlich auch abgehakt. Ich habe nämlich eine von den Statuen gefunden. Von den mysteriösen Statuen. Wo du, was waren das nochmal? Nicht Makrelen, aber irgendeine Fischart platzieren konntest. Fliegt er mir jetzt hinterher? Ne, die war's nicht. Aber die Thunfische nehme ich trotzdem mal mit. Und ihr seht das schon, ich habe ein kleines bisschen mehr Geld angesammelt als beim letzten Mal. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie doof, wenn man nur mir dabei zusieht, wie ich mir hier Geld ersammle. Das ist irgendwie, selbst für mich, manchmal nicht so interessant. Und das möchte ich euch alles auch nicht antun. Euch alles, euch allen. So. Gib mir das. Abyssal geht immer noch nicht. So. Genau, dann würde ich mir nachher gerne mal die Mangroven anschauen. Nicht gegen den Felsen fahren, ganz wichtig. Und einmal die, wo ist denn hier nochmal der. Irgendwo. Was war das denn? Wo ist denn der Leuchtturm? Ne, da drüben. Ups. Mein Gott, gleich erstmal eine Reisetablette hier anwerfen. Okay, da drüben, das Ding da. Genau, jetzt hat es wieder Pling gemacht. Das Netz tut seinen Job. Also gar nicht mal so schlecht. So, da ist der Herbert wieder mit seinen Steuern, wollte ich gerade sagen. Mit seinen, seinen Schulden. So, und hier fehlt mir nämlich noch ein Kabel, ja. Damit ich das hier hoffentlich eher dingensen kann. So, das ist auf jeden Fall hier schon, finde ich ehrlich gesagt relativ dämlich beschrieben. Eine Felsplatte ragt aus dem Wasser, in sie eingeritzt sind grobschlächtige Zeichen. Wer benutzt sie heute eigentlich noch grobschlächtig? Keine Ahnung. Von rechteckigen Fischen. Das sind doch keine rechteckigen Fische, Alter. Das sind rechtwinklige Fische, ja, aber rechteckig, Na gut, aber oft haben sie das ja nicht so mit der Grammatik. So, aber ich kann ja noch also ziemlich alles mitnehmen, was geht. Sehr, sehr cool, dass ich jetzt auch schon dieses Boot habe hier. Endlich mal ein bisschen Lagerplatz. Und langsam will ich auch endlich mal hier die ganzen Geheimnisse lösen. Und dahingehend, wenn ich halt sehe, es gibt nichts zum Aufnehmen und ich muss alles so ein bisschen... Perfekt. Gucken, was jetzt gleich passiert. Na, immer wenn irgendwas ansteht, was man zeigen kann, dann wäre das ja sehr cool. Moment, vielleicht habe ich auch gerade einen von den Fischen einfach mal so gefangen. Ich gar nicht geschaut. Egal, die nehmen wir nochmal alle mit. Dann bringt das natürlich auch alles nichts. So viel zum Eröffnungsplädoyer des heutigen Videos. So, wo muss ich denn hin? Da, okay. Was wird passieren? Eine Welle spült über die Fische hinweg und trägt sie davon. Als das Wasser zurückweicht, siehst du, dass etwas am Felsen hängen geblieben ist. Aha. Die gemeingefährliche Sehnenrolle. Ich habe es ja Seelenrolle gelesen. Aber noch einsatzfähig, Fanggeschwindigkeit plus bla. Handrolle, die mit drehbarer Sehne umwickelt ist. Ein Ende mit einem groben Knochenhaken verbunden.
einsatzfähig. Das ist irgendwie toll, aber ich glaube irgendwas für den Anfang. Deswegen brauche ich das nicht mehr. Und ich habe ja eh das Super-Duper-Boot. Super-Duper-Boot. Verkaufe ich nämlich erstmal den ganzen Scheiß und dann gucken wir uns die Mangroven an. Tschüss. Würde mich auch mal interessieren, was passiert, wenn man... Was schlüpft im Frachtraum? Och, nicht schon wieder. Mensch. Tschüss. $1.700. Das lohnt sich doch. Den würde ich auch gerne auch einbauen von Geschwindigkeit 330. Lohnt sich definitiv. Könnte man eigentlich mal hier für das Netz eigentlich reintun. Wenn ich mir das mal so anschaue, dann fange ich nämlich alles einfach mal 5 Milliarden mal schneller. Keine Ahnung, ist mir jetzt erstmal egal. So, ich lasse das Netz jetzt auch erstmal dran. Können wir nach den Mangroven mal dran packen. Ich brauche allerdings hier noch dieses komische Dredge-Material, von dem wir mal reden. Pling. So, ich muss gerade mal überlegen, welche Folge war das denn? 12 oder so, ne? Folge 12. Es sind leider schon 12 Folgen, wo ich euch hier vollsabbeln muss. Und, ja. Ist natürlich dann noch irgendwie was, was man auch... Keine Ahnung. Das wäre jetzt mal so ein ganz gutes Spiel gewesen, was man bei einem Stream hätte zeigen können, dass man auch immer ein bisschen länger vorsitzt. Aber dafür braucht man dann noch erstmal die Zeit dazu. Da haben wir mal wieder einen Ring. Da auch. Okay. Die zwei Ringe der Verdammnis. Das dauert auch einfach mal, dieses Boot aufzurüsten, dass es auch fähig ist, hier in den Gewässern weiterhin zu überleben. Dass es als Boot in die Gemeinschaft der fähigen Boote aufgenommen werden kann, ne? In die Bootgemeinschaft. Und es ist schon wieder dunkel, boah. Keine Ahnung. Heute gehe ich auch weder mit Kaffee noch mit Tee. Oder ob ich mir im Wasser stehen? Diese nicht alkoholische, durchsichtige Flüssigkeit, von der wir andere Leute reden. So, und hier. Da ist schon irgendwas unheilvoll geleuchtet. Da genauso. Cool. Das gucken wir uns gleich mal an. Deswegen ist heute auch alles mal entspannt. Mein Lager, mein Fischmarkt. Ebay-Fischmarkt. Das Lager müsste ja so ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen Metallschrott ist ja schon drin. Oh. Eine Klumpenmakrele. Eine Großkopfmeeresche. Dann verkaufe ich das auch mal alles. Das kommt ins Lager, das genauso. Und Charles. So, Mangroven kann ich ja jetzt auch fangen. Schon lange keine Teile mehr gefunden. Keine Bauteile. Großkopfmäsche. Ja, ja. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier Tolles? Ach, einfach mal fahren. Oh, die Pilze. Wir sind aus Versehen ins Pilzkönigreich gefahren. UT? Nein, falsch. Gott, diese Menüs. Es fühlt sich an, als wäre es schon Jahre her, dass wir zum letzten Mal warm waren. Ich erwarte nicht, dass er schreibt. Ich will nur das Gefühl haben, dass er hin und wieder an mich denkt. Die nächsten Zeilen sind verschmiert. Entschuldigung. Er muss zurückkommen. Mehr wütendes Geschmiere. Ich habe ihm noch einen Brief geschrieben. Es wird der letzte sein. Das letzte. Oh, was ist das denn? Das sieht eventuell nicht so laut. Ja, Rückwärtsgang, ciao. Kann ich hier durchfahren? Weiß ich nicht. Nein, kann ich nicht. Warte. Ah! Oh. Nessie, bist du's? Mein Gott, der drift mittlerweile. Furchtbar. Fischen. Cool, was ist das denn? Aber das Ding fährt immer noch hinter mir her, ne? Okay, oder auch nicht. Was haben wir hier? Okay, wo krieg ich... Mein Gott, Kamera, please.
Das kenne ich noch nicht. Das ist eine Langflossen... Nee, ein Langflossenal, okay. Cool. Kann ich ja nicht einbetonieren, einlagern. Gott, es ist schon wieder fürchterlich. Aber ich sehe das Geld schon auf den Mangroven wachsen. Na komm. Ja cool, wenn ich das jetzt hier so platziere, dann war es das auch schon. Schon wieder reicht der... Wie soll man denn hier was einlagern, Mensch? Wie? Ach, das Spiel macht mich fertig. Du kannst natürlich sagen, dass bevor du losfährst zum Fischen, baust du nochmal so ein paar Sachen aus, aber irgendwie ist das dämlich. So, was haben wir denn hier? Mein Gott, gut, dass da nicht sofort immer was kaputt geht. Ciao. Ach so. Ja, cool. Oh, ich muss schon wieder in die Augen. Paranoia. Wird auch jedes Jahr gefeiert, das Paranoia. Mit den meisten Zuschauern. Geil, was ist das denn? Erstmal eine Bazooka aus. Buddeln, ausgraben, ausheben, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Ein Mörserrohr. Rohe. Okay. Langes Rohr, höhö, mit aufgesetztem Visier. Okay, interessant. Ja, das brauche ich nicht mehr. Da habe ich alles schon voll geschmissen. Kleiner Fisch, großer Fisch, beides. Mal schauen. Ein Riffbarsch. Der passt ja noch gerade so rein. Sehr gut. Und wo kann ich den ganzen Schmand wieder verkaufen? Okay, noch habe ich ja gar nicht... einmal umdrehen. Was sind wir denn hier? Die drei Meter fahre ich einfach nicht mehr. Ich guck da nur hin. Do you even see, bro? Ja, diese ganzen seltenen Fischarten, so die... Ja, muss ich später alles mal machen. Ich würde nur gerade mal gerne sehen, ob es hier irgendwas gibt, was ich machen muss an Quests. So, die labert mich immer noch mit dem gleichen Scheiß hier voll. Ihr kriegt alle das hier. Lager. Ja, ist so ganz leicht mal vollgelagert. Ich, zurück in die Stadt. Schwimmdorf werft. Und ich bin schon wieder falsch, ne? Ich bin schon wieder falsch. Boah, ich krieg das nicht hin. Alles reparieren. Ja, können wir uns gerade so leisten. Ich krieg das nicht hin. Ich bin einfach zu dumm dazu. Lagerplatz oder die Leuchte. Ich gehe mal auf Le Brett. Brett, Pit. Jo. Kann ich auch schon die restlichen Sachen einlagern? Was haben wir denn hier? Nope. Oh, nope. Nur noch Bretter. Okay. Die Barretta. Cool. Das habe ich gerade noch gar nicht gelesen. Was passiert denn hier? Ich glaube, da sollte ich nicht durchfahren. Ich habe da so eine Ahnung. Ich weiß nicht. Das sieht mir so ein bisschen nach einer Falle aus. Yo. Wer ist er denn? Der gemeingefährliche Knochenhecht. Nur Hecht. In den Mangroven. Er ist es, der Hechte. Der einzig wahre. Boah, erstmal rich hier. Ja, cool. Das darf ich jetzt gleich wieder wegbringen. Gewildes Wasser. Kann ich die eigentlich von vorher... Kann ich die eigentlich so sehen? Riffbarsch. Ich kann da vor... Okay, das ist irgendwie auch dumm. Knochenhecht, da ist noch einer. Okay. Jo. Mein Gott, so viel zum Fischen.
Ja, cool, ich darf direkt zurückfahren. Nice. Ah, das ist wieder zu. Was haben wir denn hier? Ist das irgendwie... Hä? Ach so, nee, da fahr ich nicht. Nee. Das ist bestimmt genau das, was ich gerade brauche. Nein, ciao. Hau doch rein! Au! Ich habe eine doofe Frage. Helfen eigentlich vorne die Reifen am Boot? Nicht wirklich, oder? Tja, machen wieder das Gleiche. Ich sollte aufhören, Geld zu farmen. Weniger Geld farmen, weniger reden und mehr Mangroven erkunden. Okay. Ah, die Mangrovenbahn ist wieder frei. Der Langflossenwal. Das sieht aus wie ein Catfish. Ne, keine Ahnung. Yo. Ups. Wells. Tja, Wells dann. Yo, Nachtschwingwels. Der Schritten, der die Nacht durchplappert. Fuck, jetzt hab ich nicht das. Ja. Und sonst? Gibt's denn hier noch... Oh. Geil, wie so eine Schleuse. Wo kann ich denn... Okay. Da gibt's noch einen Wells. Da ist noch eine Buddel. Flaschenpost. Das heißt Post für die Flasche. Und da komme ich wieder nicht durch. Loser Trümmer. Ich muss irgendwas wegsprengen können. Ja, cool. Aber wer hat denn hier die... Die Money? Wer hat denn die Moneten? Boom. Pling. Da sieht man nach dem Lager aus. Da kann ich auch rüber... Jetzt müssen wir mal nicht da drum fahren. Tja, keine Ahnung, was das für eine Fischart ist. Ein Harpun! Zwischen Harpune und Fisch. Mhm. Boah, ich wette, da sind jetzt meine Holzbretter. Nee, doch nicht. Okay, sehr gut. Yo, was ist das denn? Ach, ich muss mir den Mörser so zusammenbauen, oder? Lol. Mörsergestell. Ja. Ja gut, dann muss ich leider den Wels zurückschmeißen. Die Knete habe ich eh. Sagt er einfach mal so. Dann kann ich noch einen Harpun mitnehmen. Cool. Wer baut mir denn den Mörser zusammen? Dann brauche ich bestimmt noch Munition. Nachrichten. Goldschmidt und Sohn, Nummer 27, Kleinmark. 22. Dezember 1926. Die Summe von 50 in Klammern 50 Dollar und 0 in Klammern 0 Cent für eine in Klammern eine silberne Halskette mit Smaragden in silberner Fassung erhalten. Bemerkung. Weitere 3 Dollar für eine Gravur auf der Rückseite der Fassung veranschlagt. Kunde will morgen wiederkommen. Klammern 23. Dezember. Und das Schmuckstück abholen. Der Text der Gravur lautet für Jay, meinen leuchtenden Stern. Oh, das heißt, wir... Wahrscheinlich für die Julie. Die nette Dame aus dem... Kann ich das eigentlich hier auch... Nee, das kann ich nicht ins Netz packen, ne? Schade. Netz. Enzyklopädie. Nicht zu verwechseln für das Manuskript für die Diebe. Die Enzyklopädie. Kann ich denn hier raus? Kann ich... Warte mal eben.
Achso, nee, auf das Lager kann ich gerade nicht zugreifen, ne? Shit. Kann ich hier noch den Tarpun mitnehmen? Eine Tarpune. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Geradeaus, links, ein Stück rechts und dann da irgendwie durch. Okay. Ich habe jetzt gerade gesagt, yo, yo. Nein. Ach, Haltbarkeit verloren. Ja gut, okay. Ey, nein, da komme ich nicht durch. Ma. Nein, nicht. Was ist denn hier? Diese scheiß Driften. Ich habe meine Driftfähigkeit verloren. Lauf wieder durch. Leash. Ah, danke. Nee, nicht schon wieder. Ist doch falsch, ne? Oh Gott. Boah. Ne, hier lang. Nessie, verschone mich. Ich hab mich schon wieder verfahren. Gott! Da wollte ich doch nicht. Da wollte ich doch gar nicht hin. Ein großer Mann beobachtet dich. Durch den aufsteigenden Rauch eines Lagerfeuers. Er schnitzt beiläufig an einem Stück Holz und steht auf, als du um ihn kommst. Fremde, nach deinem Gesichtsausdruck zu urteilen, hast du schon Bekanntschaft mit den isigen Bösewichten gemacht. Setz dich doch. Er kriegt jetzt einfach den Akzent. Ist jetzt also. Du setzt dich zu ihm ans Feuer. Ich versuche, sie aus dem verdammten Dschungel zu vertreiben, seit wir hier abgestürzt sind. Er hat den Akzent gewechselt, okay. Die Jungs haben haben sie Geistfresser genannt, weil sie Geisterfresser den Verstand rauben. Sie ließen uns Dinge sehen und Dinge tun. Ich möchte dich bitten, mich von ihr wegzubringen. Allerdings erst, wenn ich mein Geschwader gerecht habe. Gott, ich kann nicht reden. Was ist mit ihnen passiert? Einige von uns stürzten in den Nebel ab, krachten in Baumkronen oder fielen ins Wasser. Jene, die überlebten, sammelten sich unter der Krone dieses Baums. Er bot uns nur dürftigen Schutz. Bevor Hilfe kommen konnte, verschwand unsere Zahl. Dezimiert durch Feinde, durch den Wald selbst. Durch ihn hindurch. Durch und durch. Ich habe in all den Jahren schon jede Menge Möchtegern-Elden kennengelernt. Doch keiner wollte mir helfen. Bist du etwa anders? Ich habe ein Boot. Das macht mich schon zu was Besonderem. Ich dachte mir schon, dass du der Richtige bist. Du hast das gewisse Etwas. Das Boot, ne? Hör mir zu. Zuerst müssen wir die verstreuten Teile des Mörsers meines Geschwaders finden. Damit können wir den Bestien dann ordentlich einheizen. Nördlich und östlich von hier sind noch andere Flugzeuge abgestürzt. Ich markiere dir die Absturzstellen auf der Karte, dann kannst du nachsehen, was dort zu holen ist. Hm? Was soll ich nochmal tun? Du musst die verlorenen Teile des Mörsers meines Geschwaders finden, war das so schwer zu verstehen? Ich raste doch. Ich habe ein paar Stellen auf deiner Karte markiert. Sag Bescheid, wenn du vorankommst. Hm? Mon Dieu. Gibt es hier in der Gegend Schiffswracks? Schiffswracks? Nein. Alles, was hier endet, wird schnell von Schlamm verschluckt. Genau wie mein Humor. Und das A am Ende des Satzes. Erzähl mir etwas über diese Gastfresser. Teuflische Kreaturen durch und durch. Sie verfolgen einen entlang der Wasserwege und dann plötzlich aufzutauchen. Dir grässliches Lied anzustimmen. Und ihre absolute Ästlichkeit zu präsentieren. Beim ersten Mal erschienen mir die Schatten meiner Kameraden. Sie griffen nach mir. Es war wie ein Fiebertraum. Als ich endlich wieder zu mir kam, war ich mit blutigen Kratzern übersät. Sie mischte mich durch Unterholz gejagt haben. Seither versuche ich, dem Feind, wenn möglich, aus dem Weg zu gehen. Sie scheinen vor allem auf Bewegung zu reagieren, also sei vorsichtig. Deine Messia am Ende. Ich, habe Teile des Mörsers bereits gefunden.
Ah, du hast eine Komponente gefunden, aber ein Teil fehlt noch. Wir haben es fast geschafft. Such weiter. Ja, das habe ich abgeliefert, leider. Wie willst du deine Kameraden ehren? Außer mit F. Ich habe ein paar ihrer Erkennungsmarken hinter mir am Baum aufgehängt. Das erschien mir recht passend. Aber ich habe nur die Erkennungsmarken derer, die ich... ich habe nicht alle Lächeln gefunden. Solltest du zufällig über die noch fehlenden Erkennungsmarken stolpern, würde ich sie gern zu denen ihrer Kameraden hängen. Ich habe hier eine Reihe von technischen Spielereien, die du vielleicht nützlich findest. Hier und das. Auf Treue und Glauben. Geil, gib mir ein Forschungsteil. Herzlichen Glückwunsch. Besser als Weihnachten. Für jede Erkundungsmarke, die du mir bringst, bekommst du mehr davon. Was brauchst du die Erkennungsmarke nochmal? Ich möchte die Erkennungsmarke meiner gefallenen Kameraden im Baum hinter mir aufhängen. Für jede Erkennungsmarke, hier außerordentlich in grün markiert, die du mir bringst, bekommst du eine Komponente. Danke. Ich kann auf das Lager zugreifen. Nice. Ja, easy. Der hat doch alles schon hier. Was ist denn los mit ihm? Ich schaffe immer so Teile. Gott, jetzt lese ich alles ab in dem Akzent. Gott. Jo, groß. Großkampf. Mäscher habe ich jetzt schon gelesen. Boah, wenn ich zurückfahre, bin ich rich. Richie McRich. Mission aktualisiert. Sehr gut. Ha, Flieger. Ah, wie läuft das so? Ich habe hier gerade... Geil, das sieht... Geil, ich dachte gerade, er schnitzt sich seinen neuen... Okay. Schnitzt an seinem Arm so ein bisschen. Vielleicht stimmt das auch. Ich habe Teile des Mörsers gefunden. Ah, das ist alles. Während ich den Mörser zusammensetze, kannst du bereits mit dem nächsten Phase des Plans beginnen. Wahrscheinlich sind dir in den Lagunen die Vorrichtungen aufgefallen. Es sind Fallen, die ich dort für die Geistfresser aufgestellt habe. Wir müssen sie jetzt nur noch dahin locken. Wenn wir sie festgesetzt, kann ich ihnen mit dem neuen Mörser den Garaus machen. Das war's dann. Keine Abtrümmer mehr. Ich markiere die Standpunkte der Fallen auf deiner Karte. Verstanden? Kapisch? Please? Locken wir die Geistfresser in die Fallen. Sie wird dann von ganz speziellen Ködern angelockt. Einmal mehr wird uns deine Expertise als Fischer von Nutzen sein, mit deiner eslichen Fresse. Hast du alles? Ist das sicher? Natürlich nicht! Hast du alles? Cool. Bester Dialog. Wie hast du diese Fallen gebaut? Ah, mit Geduld. Diese Kreaturen scheinen nur auf Bewegung zu reagieren. Also erstarre ich, wann immer die eines in meine Nähe kam. Hast du alles? Ich verstehe. Wie geht es nun weiter? Wir müssen drei spezielle Köder. Ja, das war irgendwie, keine Ahnung. Spezielle Köder aus den verschiedenen Fischkombinationen herstellen. Boah, wie viel Text hat der denn? Lass uns den Köder für den ersten Mal sprechen. Für diesen Köder benötigt man drei Fische aus der Gegend. Den esslichen, den noch esslicheren und den äußerst esslichen. Ich sehe, du hast schon zwei essliche dabei. Ja, da komme ich jetzt allerdings gerade nicht... Ach doch, hier. Ah, perfekt. Guck mal. Blub. Und blub. So, dann muss der nämlich da noch hin. Aber den habe ich leider nicht. Ne, den habe ich gerade nicht. So, den packe ich auch dann wieder zurück. Okay. Ich habe noch nicht genug Fisch wieder. Dann könnt ihr euch kaum zurück, wenn du den Rest hast. Wolltest du noch mehr über Köder wissen? Ja, wir können mal gerne den zweiten Köder platzieren. Für diesen Köder benötigt man zwei Fische aus der Gegend. Einen Wels und eine Großkampfmeerische. Das hat die Klappe nicht. Mische die einfach hier drehen, bestücke damit die Falle und dann suche das zweite. Wenn die Fallen zuschnappen... Ach, das sind die Fallen. Ich verstehe. Gott, das hat gedauert. Dann feuere ich mit dem Mörser darauf. Dann feuert er mit dem Mörser drauf. Okay. Mir auf jeden Fall einen Beweis dafür, dass das Ding tot ist. Ist das klar? Jo. Du wolltest doch sicherlich noch mehr über Köder wissen, du unwissentliches, ignorantes Arsch. So, für den letzten Besprechen. Für diesen Köder benötigt man zwei Fische aus der Gegend. Du hast keinen dabei. Mon Dieu, das geht ja auch noch gar nicht. Ich habe noch nicht genug. Ich muss mehr, aber mehr. Ja, okay. So, dann kann ich das nämlich auch noch machen, aber ich verirre mich ja trotzdem hier die ganze Zeit. Ich glaube, muss ich irgendwann damit mal auskennen.
Ach, der hat mir das markiert. Ja, okay. Dann ist das ja kein Thema. Sagte er so. Verirrte sich nur noch dreimal. So, das ist auf jeden Fall eine von den Fallen. Dafür brauche ich aber dann auch erstmal den Mörser, richtig? Der große Käfig hängt über dem Wasser. Darunter schwimmt ein kleines Behältnis. Nee, das mache ich erstmal. Spader. Das habe ich schon. Oh, da kann ich den. Ups. Kann ich das jetzt gerade schon bringen? Genau, ihr bin wird den Knochen echt. Noch echt mit dem Knochen. Geil, jetzt bin ich so doof und kann das nicht mehr platzieren. Ich bin echt ein Spezialist. Boah. Tetris-Meister 3000. So. Dann kann ich dem das nochmal eben bringen. Ja, komm, ich bring dem das nochmal eben. Let it bring. Drift. Genau, ich fahre einfach durch den Steg durch. Mit dem Boot vor sein Haus. Mein Lager. Ja, ja, wie läuft das so? Den ersten Gedehr. Wenn die Falle zusnappt, will ich in Spanische abdriften. So, das wäre vorerst alles. So, der braucht zwei von diesen Super-Eilen. Ich wollte doch gehen, Mann. Geh mit Gott, aber geh. Schiss. Ich frag mich nicht, warum der nicht einfach mitkommt, aber gut, er will ja seine Kameraden rächen. Oder ehren. Was haben wir denn hier? Oh, sehr gut. Ah, nein. Oh. Ich glaube, da ist wieder irgendwas in der Nähe, was mir nicht gefällt. Ja, ganz genau. Lass mich in Ruhe. Let me live! Boah, ich krieg es einfach nicht hin, da hinzufahren. Okay. Jetzt kommt wieder Drift King 3000. Ja, okay, wenn man so wie in Monkey Island so seine Kanonen aufwerten könnte. Wenn man überhaupt Kanonen hätte. Ich will immer noch den Turbo haben, Mensch. Leash. Klappriger Ponton. Das Geräusch des Regens auf dem Dach meiner Kajüte. Gibt es was Schönes? Ja. Überreichende Mixtur aus Fisch und noch etwas anderem. Der Flieger sagt, dass die Biester in Windstrang anlocken. Nee, das soll die Biester in Windstrang anlocken. Ich muss vorsichtiger sein. Einmal das weg, einmal das. Einmal... Ich muss ja eh zu ihm hin. So, dann verkaufe ich mal den Fisch. Hä? Achso, das Mörserteil habe ich ihm schon gegeben, oder? Ach ja, klar, das. Ich bin gerade irgendwie. I don't know. Vergesslich. Gott, wo muss ich jetzt wieder draufklicken? Werft oder. Ah, ich glaube, werft. Okay, war richtig. Das war auch mal richtig. Oh mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Da soll ich nicht rein. Die Kohle haben wir eh. Das nehme ich auch nochmal mit. Das ist Lager. Die Kohle haben wir jetzt gerade. Also keine Chance, dass man da hinkommt. Und dann könnte ich ja schon auf die. Okay, pass auf. Das machen wir jetzt noch. Och und nöcher. Kriegen die Kreaturen ein paar Löcher. Weil so, oh mein Gott, was war das denn? Oh mein Gott. Ich hab den Köder noch nicht dabei, Mensch. Trottel, ey. Ah, du musst echt an allem denken. An alles denken. Hm? Du musst echt an alles denken. Alles. So, Lager, please. Nicht ablegen. Boah. Achso, Forschung kann ich auch direkt betreiben. Und wäre doch ganz cool, wenn man die Angel hier hätte. Ich hab doch bestimmt irgendwas anderes. 9,5 Kilometer. In der Sekunde. Oh, das könnte ich sofort erforschen. Mangroven und Flachwasser. Ja, warum eigentlich nicht?
Mach ich einfach mal. Ist ja passives Income, könnte man sagen. Ich könnte allerdings auch das, ja, hier ist auch mal schnell das andere da platzieren, aber dann ist eben so schnell das Lager leer. Kann man später immer noch. So, Schwimmdock. Das ist einfach fürchterlich. So, du kommst ins Lager. Macht das Sinn? Ja. Einfach mal, komm. So viel Kohle. So viel Kohle, wie da ist. 350. Ach. Bezahle ich doch mit meinem Zweitportemonnaie hier. Den Portemonnaie für die einfachen Einkäufe. Geil, wie die schon wieder alles dabei hat. Ja, komm, gib her. Ups. So, das nehme ich wieder mit. Das muss ich mitnehmen. Das braucht der Dude. Dass ich hier nicht auch einfach alles sofort sortieren kann. Das stört mich ein kleines bisschen. Ist doch alles konstruktive Kritik. Okay. So. Dann. Der Schnapper. Du schickst die Falle mit dem Köder. Du solltest dich jetzt in Sicherheit bringen. Yo, bin dabei. So, viel Spaß, Nessie. Das letzte Gefecht. Yo. Das war ganz schön brutal. Cool. Ja, und dann, okay. Man hat sogar gesehen, wie er geschossen hat. Boom. Cool. Es hat sich ausgeglibbert. Im Inneren befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Der Flieger wird einen Beweis dafür erwarten, dass du Erfolg hattest. Aber der hat doch geschossen. Delicious. Der Rest des Kadavers versinkt. Gott sei Dank, ey. So. Dann werde ich hier mal kurz einen Stop einbauen. Dann machen wir den Rest nämlich in der nächsten Folge. Dann kann ich das alles in Ruhe machen. Muss mich jetzt hier nicht so unfassbar abhetzen. Ach komm, wir fischen nochmal ganz kurz hier die... Wo sind die denn? Hä, da hinten? Okay. Die fischen wir nochmal ganz kurz hier aus dem Meer. Dann kann ich auch guten Gewissens diese Folge beenden. Es kommt ein, es kommt ein. Ja, ja, komm. Boom. Und eine kann ich nicht mehr lagern, oder doch? Doch, kann ich. Perfekt. Mmh.